Yo, yo, mein Name ist Rebel One. Hier kommt mein politisches gerapptes Statement zur Situation, die Krise der letzten anderthalb Jahre, wo viele Sachen viel deutlicher wurden, ja, unter anderem, dass im sozialen Bereich alles im Argen liegt, ja. Lehrer, Pfleger, Krankenpfleger, ja, Erzieher werden mit Hohn und Spott überzogen, ja, oder gemobbt. Ja, seid ihr noch ganz dicht in der Birne? Das sind die Leute, die sich um das Beste kümmern, was ihr habt, eure Zukunft, eure Kinder. Die kümmern sich um eure Gesundheit und stattdessen behandelt ihr sie wie Scheiße. Kein Geld ist dafür da. Da kriegt man Hals, ja. Und dazu kommt jetzt mein politisches Statement, gerappt. Das schöne Leben ist ein leeres Versprechen, wenn dich die Sorgen um die scheiß Moneten verstressen. Es ist dieselbe Leiermann Tag ein, Tag aus. Für ein paar lausige Peanut-Mucken, wir scheiß darauf. Wir kriegen die Kuchenkrümel, während sich den Kuchen andere teilen und sich die fette Wampe rein, muss man eine miese Schlampe sein, um seinen Teil zu kriegen. Nicht im Kreis zu kriechen, nicht im Leid zu siechen, sondern einmal weit zu fliegen. So high, so fly, so weit wie es geht. Zeig mir einen, der gerecht und fair bleibt und weiß, wie es geht. Ich möchte aufrecht stehen und nicht leben wie ein Hund. Von einer Hand verstaubt, von der Hand in den Mund auf Harz. Niveau Leben ist ein Leben, auf das du spucken kannst. Die Fernsehtrauben blasen platzen schneller, als du gucken kannst. Es ist Kitsch, Mummenschanz und Affentheater. Alle greifen ab und schnell zu beim Pakt mit dem Satan. Fuck it. Sorry für das nicht jugendfreie Wort, aber man kriegt ein... Da kriegt man so einen Hals, eine Hasskrawatte, ja. Das ist so nicht fair, dass so eine Megakonzerne, ja, wie Amazon und Lieferando und so, dass die sich in der Krise, an der Krise und den Schicksalen gesund bumsen, ohne Ende. Anders kann man das nicht sagen, tut mir leid. Muss jetzt mal nicht jugendfrei sein, ja, weil man muss es mal in der Schärfe sagen, dass es so eigentlich nicht geht, ja. Die schaffen ihre Kohle raus in Steueroasen, dafür muss ein anderes Gesetz her. Was sowas kontrolliert, ja, dass es nicht mehr geht, das ganze Geld wegzuschaffen. Nee, faire Bezahlung muss her für Krankenpfleger, für Erzieher, für Lehrer, für die Zukunft und nicht für diesen Dreck, ja, fressen ohne Ende. Das braucht keiner. Dazu noch ein Achter. Du kannst sagen, was du willst, alles stinkt nach Betrug und Pisse. Die Picks haben uns gut beschissen, die Schlipträger nun zu ficken, wäre nur gerecht. Oh guck, sie sitzen weiter in Banken und killen, weil sie weiter handeln mit Armen, Alten und Kranken und Stadt. Aus der Krise zu lernen, wird weiter gezockt, weiter gesetzt, weiter spekuliert man, wie weit geht es noch? Ihr spielt Casino mit unserem Leben, ihr hohlen Nüsse. Gebt es uns zurück oder krepiert in der Apokalypse. Hä? Ja, ist ein bisschen pathetisch. Die Blase dick auf, klar. Kunst macht alles immer ein bisschen größer. Ja, aber letzten Endes, Extinction Rebellion, Fridays for Future, das ist die Zukunft, auch wenn ich der ältere Generation schon bin. Die Jungs haben recht, verdammt auch mal. Hier sitzt die Zukunft. Wollt ihr noch was sagen? Ja, ich wollte was sagen. Ich weiß, immer ein bisschen übertrieben, aber er hat echt vollkommen recht. Wir fucken halt auf die kleinen Unternehmen, kaufen nur bei Amazon ein, weil es billiger ist und die kriegen so eine Kohle, ist echt zum Abkacken. Word.